Der Lexus NX punktet nicht gerade mit zurückhaltendem Design. Der schlimmste Kommentar war Rambock-Ästhetik. Dennoch ist das SUV als Hybrid relativ sparsam. Dicke Hose geht also auch mit dünner Börse. Typischer Lexus-Auftritt. Mit Ecken und Kanten, aggressiv skulpturiert mit einem bedrohlich wirkenden Kühlergrill. Beim NX auch noch mit keilförmigen Frontscheinwerfern, optisch verstärkt durch die riesigen Lufteinlässe an den Seiten, im Profil schon fast mit Rambock-Ästhetik. Wer Vorfahrtsanspruch signalisieren will, wird es lieben. Wer andere als Verkehrspartner sieht, sieht er lieber weg. Doch die Optik alleine macht daraus noch kein scharfes SUV. Also, dass der Lexus-Hybrid gut funktioniert, haben wir nicht anders erwartet. Schließlich steckt Toyota dahinter, quasi als Begründer des Hybrid-Erfolges. Durchaus hilfreich finden wir die von Lexus benutzte Bezeichnung selbstladender Hybrid, also ohne Stecker. Dieser Mix aus Benzin und E-Motor funktioniert gut. Standardmäßig regelt der Wagen während der Fahrt antriebstechnisch alles von selbst. Falls die Reise in eine Gegend führt, in der nur noch E-Fahrbetrieb zugelassen ist, gibt es die Option, den Verbrenner komplett abzuschalten. Lenkung und Fahrwerk sind sportlich konfiguriert, ohne dabei zu viel Härte zu zeigen. Deshalb lässt er sich recht dynamisch fahren, ohne den Komfort zu vernachlässigen. Es gibt ihn mit Front- oder Vierradantrieb namens E4. Der Allradantrieb wird über einen E-Motor an die Hinterräder geleitet. Dabei steuert der hintere E-Motor seine Kraft sehr sensibel und wohl dosiert bei, sofern die Sensoren einen Bedarf erkennen. Grundsätzlich wird die Kraft über das stufenlose Automatikgetriebe CVT an die Räder gebracht. Das ist darauf geeicht, den Spritverbrauch im Zaum zu halten, klingt jedoch hin und wieder etwas aufgeregt. Lexus gibt den Verbrauch mit 6,4 Liter an, wir waren nur ein bisschen darüber. Der Vierzylinder-Benziner mit 2,5 Liter Hubraum liefert 190 PS. Zusammen mit dem E-Motor bringt es das Auto auf 244 PS Systemleistung. Damit kommt er in 7,7 Sekunden auf 100 und erreicht in der Spitze die image-nötigen 200 km/h. Vor allem beim Anfahren und bei niedrigen Geschwindigkeiten hilft der vordere Elektromotor mit Power aus der Batterie. Bei den Modellen mit Allradantrieb schiebt der hintere Elektromotor zusätzlich mit. Deshalb wirkt das Anfahren und Beschleunigen recht flott. Wann immer es rein elektrisch reicht, bleibt der Lexus-Hybrid dabei flüsterleise. Wenn mehr Temperament gewünscht wird, schaltet sich der 2,5 Liter Benziner automatisch und recht dezent dazu. Bei entsprechender Fahrt voraus, sowie beim Rollen oder Bergabfahren, wird die kinetische Energie der Massenträger zum Laden der Batterie genutzt. Klar, spart Sprit und CO2. Die enorme Energie, die beim Bremsen entsteht, nicht zu nutzen, das ist wirklich Verschwendung. Die Sitze und das Ambiente sind auf allen Plätzen und auf alle Fälle großzügig und angenehm. Die neuen Sitze vorne sehen nicht nur gut aus, sondern bieten auch hervorragenden Halt. Je nach Ausstattung gibt es Sitzheizung und Sitzbelüftung dazu. Am Fahrerplatz findet man natürlich nicht irgendeinen Instrumententräger, sondern das Tatsuna-Cockpit. Meint sowas wie Zügelführung beim Reiten. Bald brauchen wir ein japanisches Wörterbuch statt einer Gebrauchsanweisung. Im Mittelpunkt ein 14 Zoll Touchscreen-Display, dessen Form uns jedoch leicht irritiert. Das liegt irgendwo zwischen gut integriert und sperrigem Tesla-Brett. Lexus hat seinen Namen ja nicht zufällig in der Klangnähe von Luxus positioniert. Folglich beginnen die Preise auch beim NX schon höher. Aktuell ab 47.600 Euro für das Modell 350h mit Frontantrieb. Den 350er mit Allrad gibt es ab 49.000 Euro. Wer sich für Allradantrieb und die Luxury Line mit fast kompletter Ausstattung entscheidet, muss knapp 66.000 Euro investieren. Den 450h als Plug-in-Hybrid gibt es ab knapp 62.000 Euro.